grüße ich alle recht herzlich für unser Relegationshinspiel morgen Abend um 17.30 Uhr gegen 18.60 Uhr München. Vorab zwei Informationen: Das Stadion ist logischerweise ausverkauft mit 6.800 Zuschauern. Das Stadion öffnet zwei Stunden vorher, logischerweise um 15.30 Uhr. Und wir bitten natürlich alle frühzeitig anzureisen, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay, da wir heute ausreichend Anwesende haben, würde ich das Wort gerne oder die Fragerunde gleich eröffnen. Herr Lottner, ich bin aus München, Oliver Gritz von die Blaue 24. Ich wollte gerne wissen, wie groß denn der Respekt ist vor 1860 München? Ja, der Respekt ist so groß, wie es die Situation auch erfordert. Also ich glaube, wir haben eine ähnlich gleich starke Saison gespielt wie die 60er. Ich habe jetzt auch schon immer wieder mal erwähnt, von der Punktausbeute hat 60 einen Punkt mehr geholt, Tordifferenz ist gleich. Dementsprechend wissen wir von unserer Seite aus, was alles dafür nötig gewesen ist, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir uns gerade befinden. Und dementsprechend wissen wir auch, welche Qualität 60 haben muss, um das erreicht zu haben, was sie erreicht haben. Ja, und natürlich ist man da auch respektvoll und demütig. Und trotzdem sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir diese beiden Spiele natürlich gewinnen wollen und überzeugt davon, dass wir sie gewinnen werden. Daniel Birovka hat Ihnen die Favoritenrolle zugeschoben, weil er auch sagt, dass das Budget viel größer ist als bei 60. Wie sehen Sie das? Ja, auch da habe ich schon meine Meinung zu abgeben. Also ich kenne unser Budget und ich weiß, was aus München da rüberkommt, was halt deren Budget ist. Und da kann ich sagen, auch da befinden wir uns, glaube ich, auf Augenhöhe. Ich habe ja gerade schon erwähnt, wer sich die Tabelle mal ansieht, der sieht, dass eigentlich alles ausgeglichen ist. Ja, wenn man die Punktausbeute sieht, selbst da ist 60 ein Punkt besser als wir. Wenn man die Tordifferenz sieht, die ist gleich. Wir haben ein paar mehr geschossen, 60 hat ein paar weniger kassiert. Wenn man die Erstliga-Erfahrung sieht, da ist 60 deutlich voraus. Wenn man die Zweitliga-Erfahrung sieht, auch da ist 60 noch voraus. Also ich weiß nicht, warum der Bierhoffka da so auf anderes Statement macht. Habe aber dann auch gesagt, wenn er uns die Favoritenrolle zuschieben möchte und er sich dadurch besser fühlt, ich nehme sie gerne an, weil sich unser Handeln dadurch nicht verändert. Und das ist so. Ich glaube, was wird das Rezept morgen sein? Wie muss man morgen spielen? Ja, dann werdet ihr hoffentlich da noch Platz auch sehen. Nein, also eins ist klar, dass die Münchner gerade in der Offensive natürlich herausragende Qualitäten haben, die wir eindämmen müssen, ist selbstverständlich. Dass sie gerade in der zentralen Defensive viel Erfahrung haben, auch sehr robuste Spieler haben. Auch das wissen wir. Dementsprechend muss man sich natürlich da in den Zweikämpfen auch behaupten. Und wir werden alles dafür tun, um diese Lösungen, die wir der Mannschaft jetzt mit an die Hand gegeben haben, auch morgen umsetzen zu können. Können Sie sich denn an Ihre persönliche Bilanz erinnern gegen 60 als Spieler? Ja, sehr gerne sogar. Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich mit Fortuna Köln mal Relegation gegen 60 und Havelse damals hatte. Das war eine Dreiergruppe mit Hin- und Rückspielen. Da haben wir damals mit Fortuna, als ich noch ein ganz junger Bursche war, 4-1 gewonnen im Hinspiel. Rückspiel haben wir dann in Köln 2-0 gewonnen. Somit sind wir dann in der zweiten Liga geblieben. Also dementsprechend, glaube ich, sehr positive Erinnerungen an 60. Und mit Köln? Also mit dem FC? Habe ich nicht wirklich Erinnerungen. Wahrscheinlich haben wir da verloren, ich weiß es nicht. Es ist interessant, wie offensiv die Münchner hier auftreten. Da kommt der saarländische Rundfunk ein bisschen von hinten, um dann zu fragen, wie wird denn die Aufstellung morgen sein? Unsere Aufstellung? Klar. Na gut, also ich meine, das ist aber klar, dass wir jetzt nicht über einzelne Positionen hier sprechen. Ja, also ich glaube, dass beide Trainer wissen, wie ungefähr die gegnerische Mannschaft aussieht. Ich kann nur von unserer Seite sagen, dass wir alles, was verfügbar sein muss, verfügbar ist, außer den langzeitverletzten Dominik Rau und Marlon Krause. Und dementsprechend habe ich ein großes Potenzial, da auf die Spieler zurückzugreifen. Daniel Birovka hat Ihre Mannschaft zweimal beobachtet in den letzten Wochen. Wie oft haben Sie spielen jetzt? Ich selber habe sie mir gar nicht live vor Ort angesehen. Ich vertraue da unserem Sportdirektor, unserer Scouting-Abteilung, meinem Co-Trainer und habe mir natürlich zig Spiele jetzt auf Video angesehen. Hat den Vorteil, dass du da ein paar Dinge immer mal wieder auch zurückspulen kannst und nochmal genauer hinschauen kannst. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht allzu verrückt macht und jetzt 20 Spiele analysiert, weil man nachher immer wieder zu neuen Erkenntnissen kommt. Wichtig wird sein, das Besondere bei dem Gegner herauszufinden, wo kannst du oder wo musst du erstmal aufpassen, um deren Qualität zu unterbinden, aber andererseits natürlich
musst du in der Lage sein, deine eigene Qualität zum Vorschein zu bringen. Und das ist das, was ich meiner Mannschaft seit 2 Jahren immer wieder mit auf den Weg gebe. Und genauso wollen wir jetzt auch verfahren, ohne da sich jetzt verrückt machen zu müssen, dass man, auch wenn man den Gegner vielleicht jetzt aus der Liga nicht ganz so gut kennt, aber aufgrund der Videos und Beobachtungen natürlich sehr, sehr viele Eindrücke gewonnen hat. Vom Namen her hätten es beide Mannschaften eigentlich verdient aufzusteigen, Saarbrücken und 60. Ja. Wie sehen Sie die Aufstiegsregelung im deutschen Fußball? Ja, auch da ist, glaube ich, sind wir alle einer Meinung. Jeder, der Fußballer ist und am Ende der Saison Tabellenführer ist, der sollte das Recht haben, auch sofort aufzusteigen. Jetzt haben sie für die neue Saison ja einen Kompromiss gefunden. Auch das kann aber noch nicht die Ziellösung sein. Aber es ist zumindest jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Der, was ist denn mit den Angeschlagenen oder die zuletzt angeschlagen waren? Marquardt hat 2x45 Minuten gespielt, Patrick war eine Zeit lang raus. Sind die auf dem Stand, wo du die auch gerne sehen willst, jetzt schon? Das werden die Spiele jetzt zeigen. Eins ist klar, sie stehen wieder zur Verfügung. Das ist für mich erstmal das Wichtigste, dass du wieder Alternativen hast, auch noch weiter dadurch aufgestellt bist. Und ein KG mit seiner Qualität, ein Buddy mit seiner Qualität, der wird uns gut tun. Und deswegen ist es wichtig, dass sie erstmal wieder zur Verfügung stehen. Und wie es dann gerade für das Spiel morgen erstmal aussieht, werden wir dann morgen sehen. Haben Sie sich denn ein paar Infos von Fanon und Perle da geholt jetzt bezüglich 60? Auch das macht man sich natürlich zu nutzen. Er hat ja eine Zeit lang da gespielt und eine Zeit lang auch mittrainiert und mit Sicherheit auch ein paar Dinge noch im Kopf gehabt, was die Philosophie von Mirovka ist, der Mannschaft ist. Und dementsprechend natürlich habe ich das auch ein bisschen genutzt. Wie wird